Und Stefan Schurig steigt jetzt ein in seinen Vortrag über die regenerative Stadt, während an dem Film weiter gebastelt wird, und den können wir dann ja auch im Anschluss noch sehen. Also Stefan Schurig ist Energie- und Klimadirektor oder beziehungsweise Klima- und Energiedirektor beim World Future Council, war zuvor 9 Jahre Sprecher von Greenpeace Deutschland und hat dieses Konzept der regenerativen Stadt mitentwickelt und wird uns jetzt einen Einblick geben, was es damit auf sich hat. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Frau Vielen Dank für die Einladung. Bitte warten, bis ich in nur einen Platz gekommen bin, nämlich eine Minute vor Beginn. Ich erspare mir jetzt die Hinweise, aber ich hatte eine Stunde Zeitvorwartung aus Hamburg und der ist auch tatsächlich komplett aufgebaut worden mit der Bahn. Also insofern hat es eine Zeit lang jetzt gedauert, aber immerhin dank des eine Stunde Buffers bin ich noch rechtzeitig da. Mein Job ist eigentlich noch nicht über das Thema explizit zu reden, was wir uns heute vorgenommen haben in dieser Serie, nämlich das absolut faszinierende Thema Gardening, sondern so ein bisschen die, sagen wir mal, globale Verortung vorzunehmen dieses Konzeptes der regenerativen Stadt. Als World Future Council haben wir das in einer internationalen Expertenkommission entwickelt, mit Mitgliedern aus verschiedenen internationalen Städteorganisationen, unter anderem auch der Vereinten Nationen. Und letztlich haben wir uns alle auf dieses Bild geeinigt, dass das sozusagen die beste Vision ist, in die sich das Thema Städte entwickeln muss. Fangen wir an kurz mit einem Rückblick, was eigentlich die Polis, also die Stadt, als Zentrum früher ausgemacht hat. Früher sah die Stadt eben so aus, dass sie sich im Wesentlichen aus sich selbst heraus oder aus ihrem unmittelbaren Umland mit Agrarprodukten, mit Energieressourcen, mit Trinkwasser versorgt hat. So hat der Mensch in den letzten Tausenden von Jahren gelebt. Und wen die Skizze nicht sagt, der kann noch mal ein bisschen gucken, gibt ganz wenige von diesen Agropolis, gibt es tatsächlich noch im Sinne fotografisch jetzt dokumentiert, ein kleines Dorf in Italien. Dann muss man sagen, in den letzten Tausenden Jahren ist irgendwie eine Unwucht in das Bestehen der Menschheit hineingeraten, die unmittelbar mit der Entdeckung der fossilen Brennstoffe zu tun hat. Wir haben einen sich selbst verstärkenden Mechanismus in Gang gesetzt, indem wir entdeckt haben, dass man Ressourcen abbauen kann, also fossile Brennstoffe abbauen kann, verfeuern kann, damit Energie erzeugen kann, die wiederum notwendig ist, um größere Maschinen zu erzeugen, wenn man wieder an das Öl und an die Kohle herankommt. Und so haben wir die Automatisierung in Gang gesetzt und alles, was Sie hier zum Beispiel in dem Raum sehen, hat alles direkt mit der Verfeuerung von fossilen Brennstoffen zu tun. Ob es das Gras ist, ob es der Stahl ist, ob es der Stein ist, ob es die Tür ist, alles in der ganzen Stadt heutzutage ist um die Verfeuerung von fossilen Brennstoffen im Design. Abbau von Kohle ist ja auch in dieser Region durchaus von Bedeutung. Ja. Mit Mikro, lieber mit Mikro? Ja? Gut, dann fange ich wieder von vorne an jetzt. Ne? Nein, also ich war gerade dabei, darüber zu elaborieren, dass unsere Zivilisation in den letzten 300 Jahren unmittelbar mit der Verfeuerung von fossilen Brennstoffen zusammenhängt. Wir haben sehr, sehr viel Geld da reingesteckt, Milliarden von Eurosummen, also allein zwischen 1950 und 2007 knapp 180 Milliarden Euro in die Braunkohleförderung oder auch in die Steinkohleförderung und Verfeuerung externalisierte Kosten wie Klima- und Umweltverschmutzung eben dabei nicht eingerechnet. Wir haben 300.000 Menschen aus den Dörfern verbannt, haben die Dörfer abgebaggert mit dem Ziel, Braunkohle zu bekommen, mit dem Ziel, diese Braunkohle zu verfeuern, mit dem Ziel, Wasser zu kochen und aus dem Dampf Strom zu erzeugen. Ziemlich kompliziert, wenn man sich das mal tatsächlich heute mal überlegt, wie wir immer noch Energie erzeugen in Deutschland. Solche Landschaften lassen wir zurück. Das ist jetzt aus Nordrhein-Westfalen, aber dieses hier ist aus Hornow bzw. aus der Region um Hornow herum. Wenn ein historisches Gebäude da steht, wird das eben abgebaggert und zurückbleibt. Sehr ineffiziente Art der Energieerzeugung. Aber eben nicht nur Braunkohle, sondern fossile Brennstoffe haben diesen Kreislauf eben genauso befeuert. Hier der Transport einer Ölplattform mit den uns ja bekannten Umwelt
Umweltproblemen, die damit unmittelbar zusammenhängen. Unsere Stadt ist also nicht mehr das kleine nette Örtchen in Italien, wie wir das eben gesehen haben, sondern unsere Stadt sieht heutzutage anders aus. In vielen Regionen der Welt, man muss explizit unterscheiden natürlich zwischen vielen Städten in Deutschland und vielen Städten in Entwicklungsländern, aber in vielen Regionen der Welt und auch in Deutschland, muss man sagen, ist die Stadt nicht etwa um den Menschen herum gebaut, sondern ist im Prinzip ein Ergebnis von Stadtplanung um den Verkehr herum, um das Auto herum. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Es ist nicht überall so krass wie hier ein Beispiel von vor einem Jahr in China, wo also sozusagen der Widerstand dazu geführt hat, dass man die Straße dann eben drumherum gebaut hat. So krass ist es nicht immer, aber in der Regel ist die Stadt ein Ergebnis der Stadt- und Verkehrswegeplanung um das Auto herum. Nicht nur der Energiesektor hängt unmittelbar mit der Verfeuerung von fossilen Brennstoffen zusammen, sondern auch die globale Landwirtschaftsproduktion, hochindustrialisiert, abhängig von dem Einsatz von fossilen Brennstoffen zur Produktion von künstlichen Düngemitteln wiederum, die wiederum in die Landwirtschaft eingebracht werden, mit dem Ergebnis, dass wir den Böden die Nährstoffe rausziehen, aber die Nährstoffe, die dann in den Lebensmitteln, die daraus produziert werden, eben drinstecken, werden dem Boden nicht mehr zurückgeführt. Das heißt, wir haben eine große Degradierung der Böden zur Folge. Die Abwässer, die sozusagen aus der Stadt herauskommen, werden auch nicht wie überall in Deutschland üblich ordnungsgemäß behandelt und so behandelt, dass man die Wässer wieder zurückführen kann, sondern teilweise werden die Abwässer einfach ins Meer geleitet, wie hier in Rio de Janeiro. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber die Menschen müssen essen. Trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass ungefähr 50% dessen, was wir produzieren, nur gegessen wird, der Rest wird wieder weggeschmissen. Aber auch nicht wiederum in den Kreislauf der Rohstoffe zurückgeführt, sondern eben mühsam und energieintensiv entsorgt. Diese Fossil Fuel Powered Industrialization hat zu einer zusätzlichen Verstädterung der Menschheit geführt, eben weil die Menschen teilweise auf dem Land keine Perspektive mehr für sich sehen. Ich habe gerade auf dem Weg hierhin einen wirklich alarmierenden Artikel von Kai Strittmatter aus der Süddeutschen Zeitung, der im Moment aus China wieder berichtet, gelesen, welches Urbanisierungsprogramm gerade in China vorangetrieben wird. Dort werden Millionen Menschen in den nächsten 10 bis 15 Jahren von ihrem Land in die Stadt getrieben, weil sie zu Konsumenten werden sollen, weil die Wirtschaft lahmt und weil das Land dort teuer verkauft werden kann an die Kommunen. Das heißt also, die Urbanisierung hat unmittelbar mit unserem System, wie wir es eben kennen, zu tun. Diese Grafik habe ich geklaut, die das nochmal schön darstellt von den Vereinten Nationen, von dem Environmental Program, die eben das Wachstum von der Stadt Mexiko zeigt. 1920, 1930, 1940. Man kann wirklich mit der Entdeckung der fossilen Brennstoffe und der Verfeuerung analog eine Kurve ziehen, wie die Menschen immer weiter in die Stadt gezogen sind. Das ist Petropolis. Das ist die Stadt, die von fossilen Brennstoffen abhängt, so wie wir sie eigentlich kennen. Das ist das, was wir oftmals diskutieren, wenn wir über Städte reden und nicht das kleine italienische Agropolis, wie wir es beschrieben haben. Deswegen sagen wir heutzutage, in manchen Regionen mehr, in manchen Regionen weniger, aber heutzutage ist die Stadt eher besser beschrieben als Petropolis. Eine Stadt, die unmittelbar abhängt von den fossilen Brennstoffen. Welche Folgen das hat, ich will nicht lange darüber jetzt hier reden. Ich weiß, ich muss Sie hier nicht katholisch machen. Sie kennen das Thema Klimawandel, haben es hier auch in Deutschland längst verstanden. Trotzdem muss man sagen, dass wir eine magische Grenze inzwischen erreicht haben, dass wir eben diese 400 Parts per Million in der Atmosphäre an CO2-Konzentration inzwischen erreichen. Das ist von der NASA noch vom letzten Jahr. Die Daten zeigen aber im Moment eben deutlich mehr. Und jetzt habe ich Ihnen ein kleines Filmchen mitgebracht, ganz klein nur, um Ihnen mal zu zeigen, wozu diese Industrialisierung, was wir uns nicht bewusst machen, eigentlich führt. Es ist nur eine Minute. Es ist die Arktis und das ist die Entwicklung des Arctic Sea Ice Shells, also des Eis. Und man kann so sehen, wie in den letzten 20 Jahren systematisch die Eisschmelze voranschreitet. Für uns in einem Menschenleben sind 20 Jahre relativ viel, kann man viel machen. In der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte des Bestehens der Menschheit sind 20 Jahre nichts. Nichts. Und man muss sich klar machen, was hier gerade abgeht. Man muss sich klar machen, was wir durch unser System gerade in den 250, 300 letzten Jahren
tatsächlich alles schon bewegen. Und man sieht wirklich, wie der Eisanteil der Arktis eben immer weiter zurückgeht. Jetzt könnte man sagen, das 2-Grad-Ziel hat die Menschheit verstanden. Das ist nun mal ein Beispiel von der Klimakonferenz in Doha, wo eben über Klimaschutzkonzepte gesprochen werden soll. Wir kamen dort an. Und in Katar hat man ja so ein spezielles Verhältnis zum Thema Klimawandel als Hauptexportgut, eben das Öl. Man hat gedacht, man macht allen Delegierten einen großen Gefallen und empfängt sie mit dem wichtigsten Ziel, was die Menschheit sich heutzutage offensichtlich gestellt hat, nämlich unter den 2 Grad globale Erderwärmung zu bleiben. Diese 2 Grad sind der absolut kritische Wert. Wir wurden also alle, Zehntausende von Delegierte wurden empfangen in Doha mit den Plakaten überall Welcome to a below sea a 2 degrees world. Ja? Wer sich jetzt auskennt, guckt da drauf und denkt sich, da stimmt was nicht in dem Zeichen. Stimmt was nicht. Und warum bringe ich Ihnen das mit? Ich bringe Ihnen das deswegen mit, weil es sprichwörtlich ist, für unsere Ernsthaftigkeit bei den internationalen Klimaverhandlungen das Ziel 2 Grad tatsächlich nicht zu überschreiten. Man hat es einfach falsch gemacht. Großer PR-Fehler der Agentur, die irgendwo in London sitzt, hat das Zeichen falsch rumgedacht. Jetzt sind die ganzen Delegierten dort angekommen und die Konferenz lief schon 4-5 Tage. Irgendwann hat sich das dann in der Agentur auch herumgesprochen. Mit Geld kann man vieles machen. Über Nacht, wirklich verblüffend, waren alle Plakate weg. Und am nächsten Tag sah man dann die Plakate, haben sie es dann richtig hinbekommen. Also, ich habe Ihnen das mitgebracht, natürlich ist es auch ein bisschen lustig, aber es ist natürlich auch eine große Ernsthaftigkeit dahinter, wenn man sich vor Augen führt, dass das tatsächlich das politische Commitment gewissermaßen widerspiegelt, was wir auf internationaler Ebene haben. Also da allein drauf darf man sich nicht verlassen. Gleichwohl sagt der IPCC eben, wie die Entwicklung des Klimawandels weitergeht, wenn wir nicht handeln. Das heißt, mein Punkt ist hier, wir müssen in der Stadt unsere 7 Sachen zusammen haben, um tatsächlich diese Themen zu adressieren. Und die gute Nachricht, die ich auch mitgebracht habe, ist, es ist, glaube ich, von einem großen Gewinn für die Stadt, wenn wir uns weg von der Petropolis hin zu einer Ecopolis bewegen, also einer Stadt, die eben mehr oder weniger regenerativ funktioniert oder nachhaltig funktioniert. Nicht nur, weil 80% der Ressourcen in der Stadt global verbraucht werden, sondern auch, weil Städte selbstverständlich unmittelbar, meistens unmittelbar an Küstenregionen liegen und am meisten auch gefährdet werden. Also dort, wo die meisten Menschen leben, dort ist auch das höchste Gefährdungspotenzial. Man spricht hier immer von der Resilienz, die notwendig ist, also der Robustheit, die eine Stadt sich aneignen muss, um sich auch tatsächlich gegen jetzt schon vorhandene Klimaschäden zu wehren. Das kann aber nicht immer jede Stadt, auch eine Stadt wie New York kann das nicht und haben noch tagelang im letzten Jahr, wenn Sie sich erinnern, ohne Strom leben müssen, weil dort also eben ein Wirbelsturm niedergegangen ist und über die Stadt hinweggefegt hat, den man so in dieser Form auch noch nicht kannte. In den USA hat man jetzt auch verstanden, dass es in Anlehnung an Bill Clintons Ausspruch It's the money, stupid, dass es eben It's global warming, stupid ist. Dass das, was wir hier gerade erleben, was wir in New York erlebt haben und was wir auch in den nächsten Jahren immer mehr erleben werden, hat unmittelbar mit dem Klimawandel und der Verbrennung der fossilen Brennstoffen zu tun. Das heißt also, unsere gegenwärtige Urbanisierung, diese Idee, dass Menschen in einer Stadt nett zusammenleben und das als kulturellen Lebensraum erleben, als kreativen Lebensraum, ist natürlich im Moment doch etwas in der Unwucht und das führt eben mehr zu den eigentlich uns bedrohenden Szenarien wie Ökosystemdegradierung, Verlust der Artenvielfalt, Klimawandel, in vielen Teilen der Welt auch noch erhebliches Maß an Verschmutzung. Und das ist also die Realität. Das heißt, kommen von Agropolis über Petropolis. Das Konzept des WFCs oder unsere Idee ist eben eine Ecopolis, also eine Stadt, die nachhaltig und im Einklang mit den Bedürfnissen des Menschen lebt. Dabei kann es natürlich gar keine Frage sein, dass es lokal relevante Konzepte gibt, die auch nicht von 1 zu 1 übertragbar sind. Sie werden in Leipzig einen anderen Pfad beschreiben, sogar als in Dresden. Und Sie werden in Dresden einen anderen Pfad zu einer Ecopolis beschreiben als in Sao Paulo. Insofern ist klar, es kann nicht die One-Size-Fits-All-Solution geben, aber es gibt, sagen wir mal, übertragbare Ideen und Konzepte und Erfahrungen,
die wir miteinander verweben müssen zu einer zusammenhängenden Strategie. Und diese Strategie hat eigentlich das Ziel von einem linearen Stoffwechsel, wenn man die Stadt als Organismus betrachtet, wo also Ressourcen reingehen und wo also Abfall in Form von CO2 oder tatsächlichen Abfällen eben wieder rauskommt, diesen linearen Stoffwechsel in einen zirkularen Stoffwechsel zu verwandeln. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist auch klar, aber was wir hier gerade machen, ist uns Konzepte anzugucken und Teilaspekte anzugucken, wie man diesen zirkularen Stoffwechsel der Stadt eben wieder hinbekommt. Politische Maßnahmen sind dabei auf verschiedenen Ebenen notwendig, EU-Ebene, nationale Ebene, lokale Ebene oder eben regionale Ebene. Wir brauchen verbindliche Ziele, wir brauchen Administrationen, die sich dieses Ziel konkret vornehmen und sage, ich bin heute mit dem Zug übrigens durch die Stadt, durch die Lutherstadt Wittenberg gefahren. Das ist eine der ersten Städte, die explizit sagt, wir wollen eine regenerative Stadt werden und wir wollen das mit dem 500-jährigen Jubiläum der Reformation sogar verbinden, dieses Thema. Das finde ich durchaus eine gute Herangehensweise und genau diese Führungsqualitäten braucht man auch von Bürgermeistern und Stadtautoritäten, um eben eine zusammenhängende Strategie aus den verschiedenen Mosaiksteinchen zusammenzusetzen. Ich bin gleich durch. Ich will nur noch mal eben wenigstens kurz aufzeigen, welche verschiedenen Mosaiksteinchen mit der Idee der regenerativen Stadt eben verbunden sind. Heute gucken wir uns hier eben sehr stark den Mosaikstein Urban Farming, also urbane Biodiversität, auch gewissermaßen die Stadt als Kulturraum an. In anderen Veranstaltungen haben wir uns das Transportthema explizit angeguckt oder das Energiethema. Ein paar Positivbeispiele noch, damit ich hier nicht das Mikro zur Seite lege und alle sagen, okay, we're done, das war's, ja, wir können im Prinzip einpacken. Nein, es gibt gerade in Deutschland eben auch unglaublich viele Positivbeispiele. Das hier allein ist eins, was mich persönlich, ich bin jetzt seit 25 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Thema, auch als Architekt habe ich sozusagen auch den städtebaulichen Hintergrund. Ich war noch nie so positiv gestimmt wie eben in dieser Zeit heutzutage, wo man eben in Deutschland sehen kann, wie über 100 Regionen sich das 100%-Ziel für erneuerbare Energien gesetzt haben. Die repräsentieren knapp 20 Millionen Menschen. Und es gibt eben Städte wie in Sachsen-Anhalt, die kleine Stadt oder das kleine Dorf, muss man sagen, Dadesheim, die weit über 100% an Energie produzieren, also sehr viel mehr Energie produzieren, als sie selber eigentlich bräuchten. Das Interessante ist, nach einem Beteiligungsmodell, wo eben die Bürger selber auch an dem Gewinn dieses Windparks beispielsweise beteiligt sind. Und das ist einer der Schlüsselvoraussetzungen, wenn man die Energiewende in Deutschland ernst nimmt. Man muss die Leute beteiligen daran, muss ihnen zumindest die Gelegenheit geben, sich daran zu beteiligen, um entsprechend das auch in der Gesellschaft zu verankern und zu tragen. Ein anderes Beispiel ist aus der Stadt Adelaide, andere Seite der Erdkugel, aber auch da passiert einiges in Sachen regenerativer Stadt. Stadt Adelaide hat explizit das Ziel vorgegeben, eine Zero-Waste-Stadt zu werden, also keinen Müll mehr zu erzeugen. Sie hat sich aufgrund ihrer Lage hat sie ein riesiges Wasserproblem, also sie müssen sozusagen Wasser sehr ökonomisch einsetzen, haben also ein System, wie sie ihre Wasserversorgung nachhaltig strukturieren, haben eben auch das Thema städtische Biodiversität aufgegriffen, wollen eine grüne Wirtschaftsmetropole in Australien werden und haben tatsächlich so Beteiligungsplattformen geschaffen, wie diese Zero-Waste-Plattform, wo man also tatsächlich alles lernen kann über die Zero-Waste-Policy, aber auch wo man sagen kann, wo es sozusagen urbane Produkte oder Urban-Farming-Produkte auf den Märkten in der Stadt Adelaide gibt. Hier ist nochmal diese Wasseranlage. Das ist ein Foto, das habe ich vor 2,5 Wochen gemacht. Sie müssen sich vorstellen, ich war auf einem oder auf dem entscheidenden Kongress der erneuerbaren Energien weltweit, fand dieses Jahr in Kuba statt, in Havanna, und ich laufe durch das Botschafterviertel und sehe die kleinen Botschaften von Ländern, die ich teilweise noch nie gehört habe. Ist jetzt nicht so überraschend in Kuba, dass es dort ganz bestimmte Botschaften gibt, und plötzlich ist ein Riesenplatz leer. Was wird dort gemacht? Organic Farming. Ja, das Foto habe ich selbst gemacht. Das heißt also, man hat hier in Kuba, ist ja sowieso eines der führenden Beispiele, Entscheidungen getroffen, aufgrund der Sanktionen selbstverständlich, nicht so sehr aus ökologischer Perspektive heraus, aber Entscheidungen getroffen, dass man die Flächen in der Stadt auch für urbane Landwirtschaft nutzen will.
Ganz anderes Beispiel, die Chance haben wir selten, dass Städte neu gebaut werden, aber wenn, dann sollten sie eben Zero Energy bzw. Zero CO2, ich bin sofort soweit, bin nur zwei Minuten drüber bislang. Zero Carbon Städte, das hier haben Sie vielleicht schon mal gehört, die Stadt Masdar, gebaut von der Firma Masdar in Abu Dhabi. Ich bin selbst dort gewesen, sondern einige Teile dieser Stadt sind eben schon gebaut und es ist wirklich faszinierend, wenn man die Chance hat und das Geld, was man schaffen kann, was auch über ein Energiekonzept hinausgeht und wie Städte in Zukunft eigentlich dann gebaut werden sollten. Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil gerade Dubai und Abu Dhabi eigentlich die Beispiele dafür sind, wie man nicht Städte bauen sollte heutzutage. Das ist nochmal ein Beispiel aus Dubai, wo sie also planen, eine sogenannte Food City zu bauen in der Nähe von Dubai, die also im Prinzip dazu da ist, zu leben und Lebensraum zu geben, aber eben hauptsächlich dort Nahrungsmittel zu erzeugen. Das ist nochmal so als Idee und als Diskussionsbeitrag und damit will ich es da noch erstmal ganz herzlich belassen. Vielen Dank.